Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Wir warten auf Animal Crossing New Horizons. Oder einfach nur Animal Crossing oder wie auch immer ihr wollt. Ja, ein neuer Tag beginnt und wir begehen der Peter. Der Peter. Jetzt ist nicht die Petra, sondern der Peter. Krass, in jedem Spiel. Egal. Hallo Bürgermeister, ich habe Post für dich. Ja, ich habe sie in den Briefkasten geworfen, also schau mal dort nach, wenn du Zeit hast. Natürlich. Ich gucke immer nach oben, unten müsst ihr mal gucken, dass, wie ich das, nee, ihr müsst nicht gucken, sondern ich gucke mal, wie ich das am besten mache. Wenn der Briefkasten voll ist, dann kann ich dir keine Briefe zustellen, also leere ihn regelmäßig aus. Ja, in dem blinkenden Symbol, das kriegen wir hin, also gut, ich muss weiter, wir sehen uns. Hau rein, Peterchen, wir gucken. Mit der Schippe in der Hand bewaffnet, schauen wir, und wir haben ein Geschenk. Und jetzt muss ich dann doch mein Stiftchen hier nehmen, Moment. Ich will mal gerade hier was noch so, damit ich sehe, wie viel FPS wir haben. Da, Post. Na, das ist erstmal von dem Unbekannten. Anigi, Glückwunsch zu deinem neuen Job im Rathaus. Eigentlich sollte ich der neue Bürgermeister werden, aber mir kam etwas dazwischen. Du schaffst das schon. Erzähl bitte es keinem. Ja, wenn ich nicht weiß, von wem der Brief ist, du Hayopai, dann wird das auch ziemlich schwierig. Wir lesen erstmal. Amiibo. Ja, okay. Schenkt euch das selber, Nintendo. auspacken. Und was haben wir? Bedienungsanleitung. Okay. Wunderbar. Gut. Dann machen wir weiter mit unserem... Ja, du bist ja... Ja, Peter, Briefpapier kannst du im Laden auf der Einkaufsmeile kaufen, wenn ich was schreiben will. Wenn keiner mehr Briefe schreibt, verliere ich meinen Job. Ich hoffe, du schreibst jede Menge Briefe. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Peter, du wirst schon nicht ohne Job. Beziehungsweise, die Zeit ist hier natürlich eng bemessen. Wir können natürlich immer hier gerade auch fischen. Auch schon was länger her. Das müssen wir jetzt genau davor schmeißen. Aber das könnte gut kommen. Hä? Ach, wie ich das immer hasse. Fischen ist immer so eine... Na gut, wir machen einfach mal. Wir machen heute mal. So, jetzt gucke ich mal da oben. So oben sehe ich die immer nur so schlecht. Wir schauen... Ach, guck mal hier. Petri, heil. Roland. Oh, Herr Bürgermeister. Ich bin Roland. Ich hoffe, dass wir gute Sportsfreunde sein werden. Du hast doch den Baum auf dem... Ja, habe ich. Das hat echt bürgermeisterlich ausgesehen. Ich dachte mir, wow, bei diesem Sportsfreund ist YouTube Will in allerbesten Händen. Wir zählen auf dich. Mach diese Stadt zur besten der ganzen Welt. Definitiv. Machen wir. Wir suchen jetzt aber erstmal wieder. Beziehungsweise, da können wir natürlich auch, wenn wir jetzt hier Fischchen sehen, Fischchen sammeln. Ja, weil, ja, obwohl, der ist auch okay. Komm. Komm. Nicht so weit, nicht so weit. Na, hau rein jetzt. Oh ja, Reaktion, Schlaftablette. Das Problem ist, dass ich momentan bei dem, bei welchem Spiel ist es denn noch? Wo man anders drücken muss. Stardew Valley spiele ich, da ist es ein bisschen anders. Überall bei The Rayman Stories of Season geht es einfach so. So, jetzt habe ich aber. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, an das Fischen. Was haben wir denn? Ein Hassel. Er riecht aber gar nicht nussig. Am besten trage ich... Du trägst ihn am besten mein Fangbuch ein, mein Freund. So, da haben wir einen Stein. Sagt uns der Stein nichts. Wir gehen natürlich nachher noch die ganze Kohle verkaufen. Ich könnte natürlich auch jetzt schon mal irgendwie... wie wäre das nochmal? Nach unten, ne? An den Bäumen schütteln. Oh, wunderbar. Denn alles im Allen... Brauchen wir ja natürlich erstmal Geld, ne? Geld für ein Häuschen, Geld zum Kaufen, für Klamotten, ja, jemanden schick einladen zum Essen. Kennt das ja, wie teuer das in Animal Crossing ist, ne? Ihr kennt den Schmu, ja? Ich versuche es erstmal wieder hier oben, das geht noch so gerade, aber das Fischen ist besser unten auf dem kleinen Display, wenn ich das mache. Denn dann sehe ich das ein bisschen besser von der Auflösung her. So. Da hinten ist noch ein Steinchen. Oh, da gehen die Dinger wieder runter. Oh, wenn zukommt, brechen wir mir hier die FPS ein, sehe ich. Aber das ist halt nicht so schlimm. Das geht schon. Der ist ja nicht ewig da, der Zug.
So. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich kann aber schneller laufen, nicht? Eier hier so rum. Aber okay. Mal gucken, was wir alles in diesen Tagen geschafft bekommen. In den Folgen. Und so, jetzt gucken wir erstmal hier. Ich laufe auf jeden Fall alle Dings um. So gefühlt. So. Tack, 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 tack. Gleich sind wir wieder. Unser Auge ist schon wieder gut, ne? Ja, unser Auge sieht super aus. Da ist nichts passiert. Hier oben war. Letztes Mal habe ich einen übersehen, habe ich gesehen nachher irgendwann mal eine Aufnahme, wo ich gerendert habe. Aber wir können auch noch unsere. Jetzt mache ich das zum zweiten Mal da auf. Okay. Was wollte ich sagen? Fossile wollte ich noch wegbringen. Das können wir auch noch machen. Die haben wir noch und dann können wir die auch. Oh, da! Und ich habe keine Steinschleuder. Ja. Da können wir natürlich auch mal gucken, was beim. So ein Dings könnten wir auch noch mal bauen, ne? Schneemännchen. So, komm her. Habe ich alleine gepackt? Ja. Oh, meine Tasche ist voll. Dann hauen wir doch mal gerade das Geld raus. Ist doch kein Problem. Tauschen? Nein, nichts tauschen. Tauschen brauchst du nicht. Kannst erstmal ablegen. Und dann machen wir das so. In den Geldbeutel. Zacki, zacki. Und ja, das packen wir auch noch zusammen. Wie viel kann man hier eigentlich stacken? 5, okay, mehr. Ja. Dann können wir das so machen. Zack. Dann haben wir doch schon wieder was. Oh nein. Oh nein. Wir schaffen es wieder nicht ins Haus. Wir schaffen es einfach nicht. Ist ja nicht schlimm. Da werden wir halt mal. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es könnte auch Mode sein. Wir können mal so einen Schnee. Echt, wie Ewigkeit nicht keinen Schneemann mehr gebaut habe. Ich weiß ja nicht. Da muss man ja die kleinere Kugel. Ich weiß ja nicht mehr genau, ganz genau, wie das geht. Ich versuche das jetzt gleich einfach nochmal. Hier ist ja eine Kugel. Da vorne war auch eine Kugel. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die dürfen ja gar nicht so groß werden, ne? Das bist du aber. Können das ja mal versuchen. Aber wahrscheinlich kriege ich es nicht hin. Weiß nämlich gar nicht mehr. Da gab es doch irgendwie so ein. Von wo war denn die andere Kugel? Da oben, ne? Die durfte doch gar nicht so groß werden. Oder wie war das nochmal? Nein, nein. Die kriege ich nicht mehr gerettet. Die kriege ich nicht mehr gerettet. Doch. So. Lass das mal so. Oh, wo war denn die andere Kugel? Da oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die sein müssen. Ich glaube, die eine ist ein bisschen klein für den Körper, oder? Aber das könnte passen. Ja, das müsste. Erstmal mit der Hände. Jetzt sehe ich erstmal gar nichts mehr. Wo ist die Kugel? Hier. Warte, Wuffi. Ich komme. Ich sehe nichts. So. Wie war es denn mit dem Anheben? Ja. Und? Na, wie geht's dir? Du bist ein richtiger Schneemannbaumeister. Ich sehe prächtig aus, Schnelia. Das Verhältnis von Kopf zu Körper ist sehr ausgewogen. Oh, und beim ersten Mal haben wir es sogar gut hinbekommen. Hier war der Fachmann am Werk. Ich könnte jemanden wie dich gut brauchen. Ich habe da nämlich ein kleines Anliegen. Könntest du mir ein paar Schneeflocken für meine Sammlung beschaffen? Ich liebe es, die kristallklaren Funkelflocken aufzubewahren. Für 5 Stück. Für 5 Stück bekommst du etwas Schönes als Belohnung von mir. Ich warte hier so lange auf dich. Okay, warte. Schnelia. So, jetzt wollte ich mal erstmal mit dir sprechen hier. Hundi-Hund. Oh, Herr Bürgermeister, ich wollte sagen, dass ich dich vorher bei der Baumpflanzenzimmerie toll fand. Entschuldigen Sie, ich habe mich ja noch überhaupt nicht vorgestellt. Wie unhöflich. Ich bin Doris, darf ich dich Iggy nennen? Ich freue mich auf die kommende Zeit. Ja, ich freue mich auch auf die kommende Zeit.
Ich habe manchmal so ein bisschen FPS-Einbrüche, das merkt ihr dann wahrscheinlich, wenn es ruckelt. Ich versuche das ein bisschen anders zu bekommen. Ich versuche die Tage hier noch das Setup ein bisschen anders hinzubekommen, dass ich hier ein separates WLAN-Netz extra dafür einrichte, dass ich das dann halt anständig streamen kann über die 3DS, weil das nicht ganz so einfach ist, wie einfach an den Monitor angeschlossen, dadurch, dass ich ja keine Capture-Card habe. Und ich glaube, das werde ich dann hier separat machen, weil wir 1000 Geräte im WLAN haben. Und naja, ist wurscht. Ich arbeite dran auf jeden Fall. Also wenn das manchmal so ruckelt, das wird die Tage besser. Also die nächsten Folgen, hoffe ich, da ich hier ein bisschen was ändern werde. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollten die Sachen noch verkaufen, denn, lass mich mal gucken. Wir haben jetzt hier noch, ja gut, können noch mal. Ich würde natürlich gerne den anderen Edelstein noch haben. So. Wie war das denn noch mit den Schneeflocken? Was muss ich denn da noch mal machen? Oh, wer das einer weiß, schreibt mal einer rein. Weiß halt gar nicht mehr. Ja, das ist schon so Ewigkeiten her, dass ich das hier gespielt habe. Oder es fällt mir gleich wieder ein. Kann natürlich auch sein. So. Es soll ja, glaube ich, auch so sein, dass man bei dem neuen Animal Crossing New Horizons höher stacken kann. Ne? Nicht nur bis zu 9. Ich glaube, hier geht es nur bis zu 9, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich meine, in einem Video gesehen zu haben, dass man da höher stacken kann. Will es aber jetzt nicht beschreiben. So. Dann gehen wir gleich mal. Hier ist ja noch nichts los. Muscheln. Taschen sinnvoll. Ja, erstmal fallen lassen. Und dann gucken wir mal. Die können wir jetzt mal einlösen. Und aber nicht noch was wir aufeinander legen können. Nee. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Ja, genau das wollte ich. Heb das auf, du blödes Viehmensch. Also wir haben noch gar nicht den Stein gefunden mit dem Kristall, ne? Verfluchte Axt. Oder ist heute der gleiche Tag? Was soll ich damit machen? Fallen lassen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Sachen verkaufen. Oh, da! Wie fange ich die? Ach, die muss ich mit dem Dings einfach fangen, ne? Ja. Ja. Ach. Okay. Lasst uns vor allem erstmal überlegen, wo der. So, hier. So, was haben wir denn hier heute? Fundgruppe für Folgendes haben wir heute extra viele Sternis. Mineralien. Oh gut, okay. Komm, wir scheffeln Kohle. Wobei natürlich die Dings werden wir noch erstmal uns. Rosina, ich möchte etwas verkaufen. Oh, hallo Nepp. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ich habe hier ein Kassettendeck. Schau doch mal. Aha, das kann ich dir für 175 abkaufen. Du kannst aber auch selbst einen Preis festlegen und es bei uns in Kommission geben. Ach nein, dieser Preis ist ganz in Ordnung. Ich verkaufe es lieber gleich. Diese Kassettendeck ist auch hier absolut besonders. Ja, okay. Wir können ja da Sachen auch selber reinstellen, aber wir werden jetzt erstmal alles an sie verkaufen, um einfach unsere Kohle zu bekommen und damit wir unser Häuslein abbezahlen können von 10.000 Sternis, die wir ja nun mal nochmal offen haben. Ja, beim guten Herrn Immobilien-Nook. Ja, und bevor er uns mit Inkasso-Unternehmen droht, zahlen wir das lieber mal. So, ich muss jetzt los, einfach mal in meinen Laden und kauf dort ein. Gut. Komm, Schleppi, hau ab. Zieh Leine. Ich muss Geschäfte machen mit Rosina. Bitte entschuldige die Wartezeit, gar kein Problem. Willkommen in unserem Fundgrube. Ach, bist du nicht der neue Bürgermeister? Was für eine Ehre, dass du unser bescheidenes Geschäft besuchst. Wir kaufen Möbel und andere Dinge an und verkaufen sie dann in unserem Geschäft. Draußen vor dem Laden schreiben wir immer Top-Items des Tages auf das Schild. Das kennen wir ja alles. Dafür bezahlen wir einen super Preis. Wir wollen aber auch nichts in Kommission geben, denn wir wollen heute... Kommission geben macht natürlich manchmal Sinn bei Möbeln, da kann man schon ein bisschen mehr, aber... Man kann ja schon gut Geld verdienen, deswegen... mit drüben kann man ja auch handeln. Ne? Was haben wir denn mitgebracht? So, ich will das.
Die Bedienungsanleitung. So, hau raus. Das ist alles. Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Mindestens eins dieser Items ist sehr wertvoll. Ja, ich weiß, welches. 7595. Rosina, wir sind im Geschäft. So, damit haben wir fast unsere Schuld beglichen beim guten Herrn Nook. Ich muss mal hier mein Käbelchen. Wir können ja auch an diesem Automaten einzahlen, ne? Man konnte auch an diesem Automaten einzahlen, oder? Bin mir nicht so sicher. Dich kenne ich doch schon, oder? Oh. Sorry. War nicht so gemeint hier. Ja, Doris. Ah, toll. Hallo. Die Sonne schläft zwar schon, aber ich bin noch hellwach. Ach ja, es ist erst abends. Wir waren doch gar nicht schlafen. Unterhalten wir uns. Wie gefällt dir unser Ort denn bisher so? Wenn du Hilfe brauchst, frag mich ruhig. Es gibt hier sehr viele hilfsbereite Leute, das muss man schon sagen. Und deine Sekretärin Melinda ist dir bestimmt auch eine große Hilfe, oder? Wenn du sie im Rathaus ansprichst, gibt sie dir gute Ratschläge für das Leben in unserer Stadt. Siehst du, alle wollen dir helfen, damit du dich schnell eingewinnst. Wow, 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 wow. Ihn da vorne kenne ich aber noch nicht, aber erstmal haben wir hier noch etwas zu finden. Oh, ein Fossil. Da hat sich das Graben ja gelohnt, ja. Wir werden die Fossile erstmal schön analysieren. Wo ist er denn jetzt hin, der Jute? Naja, gut. Lass uns... Ja, dann ist er... Da ist er. Den haben wir den schon angesprochen? Hey, schlau mal so ran. Hast du? Hä, bist du das, Iggy? Ach ja, Ja, den hat man schon. Ich sag immer, Leute, lass die Bienen in Frieden. Irgendwie besten nachvollziehen, was ich im Übrigen bestens nachvollziehen kann. Geh und hol Medizin, bevor sich dein neuer Look bei den Damen herumspricht. Ja, komm, das kriegen wir schon. Wir sind geschmeidig. Aha, hier ist noch was. Wie oft ich einfach daneben steche, ne? Es ist so furchtbar. Ich schaffe es einfach nicht. Es ist... So, jetzt aber. Ey, ich hab doch nach unten gedrückt. Mensch. Kinder. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Ja, ist Bürgermeister. Jetzt nix. Das können wir löschen. Ja. Und schreibe neue Nachrichten, für was löschen dann diesem Enden. Okay, löschen. Und am schwarzen Brett werden wichtige Informationen für die Einwohner von... Können wir auch löschen. So, haben wir nichts mehr da stehen. Und schade, dass sich das Brett dann nicht selber nochmal so auch löscht. Ne? Also wenn ich jetzt hier nichts mache. Ihr wisst, was ich meine. So, nichtsdestotrotz ist ja heute kein neuer Tag, weil ich ja heute die Folge aufgenommen habe. Deswegen hat mich das gerade so ein bisschen gewundert. Ich war ein bisschen perplex. Muss jetzt mal wieder in den Modus kommen. Hier gab es aber so einen Bankautomaten. Gibt's den nicht mehr? Hier ist ein Foto, das brauchen wir ja. Hm. Zehn bis 20 Uhr. Ja gut, da sind wir leicht drüber. Hier ist Post. Hast du öffnen noch? Bis 22 Uhr? Oh. Es ist ja 22.15 Uhr. So. Schneiderei. Dann lass uns mal hier kurz reingehen. So. Wir haben hier Fossile. Eugen. Ich heiße Sie im Museum von YouTube willkommen. Sind Sie nicht der neue Bürgermeister? Ja. Ich bin der Eugen. Gut. Der Direktor dieses Museums, ist mir eine Ehre. Ihre Bekanntschaft wie aus den Bereichen Archäologie, Naturwissenschaften und Kunst. Oh, immer wenn ich den Schnabel aufmache, sprudeln die Worte wie ein Springbrunnen aus mir heraus. Tut mir leid, ich werde versuchen, mich zu bessern, aber sobald meine Gedanken Fahrt aufnehmen. Also gut, ich fange noch einmal von vorne an. Dieses werde ich mich kurz fassen. Dieses Museum stellt Insekten, Fische, Fossilien und Kunstwerke aus. Und all das tun wir, um YouTube-Will zu einer aufregenden Stadt zu machen. Im Moment haben wir jedoch ein kleines Problem. Die Zahl unserer Exponate beträgt 0. Richtig. Das ist mir wirklich peinlich, aber vielleicht können Sie uns helfen. Ja, das können Sie. Und zwar, indem Sie dem Museum neue Ausstellungsstücke zur Verfügung stellen. In diesem Fall wäre ich Ihnen stellvertretend für ganz YouTube zu aller herzlichen Dank verpflichtet. Das werden wir natürlich auch machen, aber wir werden uns natürlich erst auch mal an den Fossilien etwas bereichern. Denn ich denke, wir brauchen jetzt am Anfang auch mal ein bisschen das Geld und da sollten wir schon an uns selbst denken. Ach, verfluchte Axt.
Was ich auch mal schade finde, dass man eben nur ein Fossil abgeben kann. Wäre auch cool, wenn man jetzt eben halt die drei einfach abgeben könnte. Ja, gut. Das ist mit Sicherheit an ganzer Wahrscheinlichkeit ein Farnfossil. Okay, dieses Fossil haben wir noch nicht in unserer Sammlung. Würden Sie es unter Level stiften? Nein. Tut mir wirklich leid. Ich stifte später. Ja, erstmal kann ich noch was dafür tun. Ja, wir wollen noch einmal was stiften. Nein, wir wollen gar nicht stiften. Wir wollen immer noch was analysieren. Nämlich, ja, hau rein. Das andere hier. Ja, bestätigen. So, bitteschön. Das muss ich mir etwas genauer ansehen. Der alte Prozede. Pachyosaurus-Schädel. Oh. Nein, ich will das auch nicht durchschwimmen. Ich möchte immer noch ein Fossil isolieren und dann war es das auch schon. Und dann gehen wir das verscherbeln. Aber Leute, gab es nicht mal diesen Einzahlungsautomaten da? Ey, oder krieg ich das schon wieder? Oh, irgendein Taurus. Keine Ahnung. Ich könnte schwören, es gab mal so einen Einzahlungsautomaten, wo ich Geld einzahlen konnte. Oder gibt es das später? Ist ja auch egal. Werden wir schon herausfinden. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich das hier gespielt habe, ich müsste jetzt lügen. Also ich habe mal klar ab und zu mal rein. So meine Tochter, meine Große spielt das noch aktiv. Ich habe es ja immer mit meinen Kindern, also für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, also neu auf dem Kanal sind, ich habe das früher mit meinen Kindern sehr aktiv gespielt. Dann eben halt auch, aber auch, also am Anfang sehr viel, aber dann auch aufgehört relativ und dann nicht mehr weitergemacht. Meine Kinder spielen das, wenn meine Großtochter spielt das immer noch, die freut sich mega auf das neue Animal Crossing. Die kleinere Tochter, die spielt auch ab und an nochmal. Die gehen damit zusammen in der Welt und sowas, finden die auch immer super. Und mein Junior, ja, der ist momentan nicht mehr auf so einem Animal Crossing Trip wie damals noch. Der Automat war innen drin, ne? So war das, ne? Der Automat war innen drin, so. Genau. Aber, nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf Animal Crossing hier in der Familie relativ groß. So, Leute, was machen wir noch? Wir haben noch ein bisschen was Zeit. Ich würde sagen, wir würden vielleicht noch ein bisschen fischen gehen. Ich wollte das noch verkaufen, ne? Lass uns das verkaufen gehen gerade. Wir können aber kurz Melinda besuchen, aber ich glaube, es ist gerade aktuell nichts, ne, was wir jetzt da haben müssten. Ich glaube, wir müssten da auch nicht mehr hin. Ich würde ein bisschen fischen noch, vielleicht. Jetzt gerade. Aber jetzt erstmal schön noch die Sachen verkaufen. Mal gucken, was wir bekommen. Ja, ich möchte verkaufen. Und zwar die Pfirsiche und die drei Fossile. So. Ist das alles? Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Dann wollen wir mal sehen. Wir sind der reichste Mann aus YouTube-Will, auf jeden Fall schon mal. Nach einem Tag 20.000 Sternis. Sehr schön. So. Danke für deinen Besuch. Ja, brauchst mir nicht immer danken, Rosi. Du wirst mir noch einiges an Sternis überweisen müssen, gute Frau. So, ich würde sagen, lass uns mal zum Strand runter. Hatte ich die schon? Also, das nächste Mal. Was ist denn da los? Oh, sie kenne ich noch nicht. Das ist doch die Verkäuferin. Ich bin Asia, das ist mein Name. Ich komme aus Land weit weg. Ich kann austauschen deine Teppiche und Tapete. Auch Angebot ist, ja, ich weiß, aber ist ein Zelt, genau. Ist gar nicht gut. Tut mir leid, aber ich kann nicht arbeiten im Zelt. Genau. Da gab es auch hier diese Rübenkäuferin und so, ne? Die war doch auch hier, oder nicht? Da habe ich auch mal richtig Geld mit verdient mit dem Ankauf und Verkauf von Rüben. War das nicht so? Boah, das ist schon so lange her, Leute. So, auf jeden Fall. Sammeln wir erstmal wieder hier alles ein. So. Komm her zu mir. Das ist, morgen können wir dann halt schon mal die 10.000, und wir müssen natürlich zu Schlepp und Nepp noch gehen. Morgen und hoffen, dass sie den Kescher haben da. Sammeln wir erstmal hier alles ein. Kann ich die eigentlich ausstecken hier? Ja, ich weiß das schon gar nicht mehr. Wenn ich jetzt irgendwelche gleiche hätte, ne? Hab ich aber nicht. Gut. Hat sich das schon mal erledigt.
Gucken wir mal, ob wir hier noch was im Ausgraben haben, am anderen Eck. Ansonsten finde ich die Insel so von der Aufteilung her gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Halt alles relativ nah, entspannt beieinander. Dass ich jedes Mal X drücke zum Aufheben, ne? Das ist, ich weiß nicht, warum ich das mache. Jo, komm her. Mit dem dicken Auge. Mach kein Auge. So. Oh, da haben wir noch was. Und da haben wir noch was. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir das auch noch in bare Münze um. Erst einmal. Und dann haben wir den heutige, ja, dann ist die heutige Folge mal wirklich erfolgreich mit Sternis zu Ende gegangen. Es regnet Sternis. Ja. Vielleicht werde ich die Folge so nennen. Oh, jetzt habe ich eine Blume eingepackt. Ja, verflucht nochmal. Egal, soll's. Was soll ich machen? Fallen lassen. Denn ich mach mal kurz hier, warte mal, so und die pflanze ich mich mal kurz mal ein. So. Ich wollte die nämlich gar nicht. Ja, ich wollte ja hier nicht wildern. Wir können natürlich dann irgendwann mal unser Haus schön machen. Also ja, je nachdem, wie weit wir natürlich kommen. Generell. Habe ich hier die ganzen schon gehabt hier? Ja. Ja, da ist nichts mehr, ne? Ich versuche es immer wieder, aber es wird wohl nichts. Ich kann ja noch. Morgen können wir dann wieder versuchen. Also ich werde jetzt, das werde ich jetzt mal sehen auch, vielleicht ab und an mal, je nachdem, wenn ich mehrere Let's Plays hintereinander aufnehmen möchte, mehrere Folgen, wobei das werde ich ja nicht machen, sind ja nur 10 beschränkt, dann hätte ich vielleicht mal an der Uhr gedreht, so, aber ansonsten werde ich das sein lassen. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. Ja, was möchte ich denn verkaufen? Ich möchte eigentlich alles verkaufen, gute Dame. Und zwar, hier, Sanddollar. Das und das. Am Anfang. So. Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Dann wollen wir mal sehen. 1000, ja, ist das in Ordnung? Es ist vollkommen in Ordnung, Rosina. Denn, wir haben jetzt einfach schon mal in der heutigen Folge das, Haus bezahlt bekommen. Das können wir dann auch morgen wunderbar, sage ich mal, bezahlen. Ja. Dann würde ich sagen, wir können mal ganz kurz, sollen wir noch einmal ganz kurz, bekommen dieses Coupon-Tauschterminal. Ach so. Ja, ja. So. Vielen Dank für die Verwendung. Sollen wir kurz mal zu Melinda gehen, was die noch so, noch irgendwas war, aber ich glaube auch nicht mehr. Hab zwar die erste Folge heute gedreht, aber manchmal vergisst man ja auch so Sachen. Ne? Ist alles in Ordnung, Bürgermeister? Ja. Falls du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, kann ich dir ein paar Ratschläge geben. Ja, komm, hau raus. Ich kann dir viele Ratschläge geben, wie du das Beste aus dem Leben in dieser Stadt machen kannst. Meine Aufgabe ist es schließlich, dir das Leben. Ja, ich weiß. Es kann aber sein, dass ich sehr ins Detail gehe und ziemlich viel rede. Oh nee. Falls dir das zu lange einfach B gedrückt und ich werde mich bemühen, schneller zu reden. Mal sehen. Was für ein Ratschlag könntest du wohl im Moment am besten gebrauchen? Ah, ich wüsste schon etwas. Hast du schon alle Bewohner? Ja, ja, ja. Herumlaufen, sie spricht dir doch einfach mal ran. Okay, ich dachte. Briefe, okay. Ja, okay, das wusste ich ja. Ich dachte, damals gab es so eine Auflistung, ne? Briefpapier, ich kann das von Linienpapier abgeben. Viel Spaß beim Briefe schreiben. Ach, deswegen. Da kriegt man doch noch was. Graue Zelle. Im Brief kannst du dich vorstellen, einfach mal wieder Hallo sagen oder schreibe, was immer du willst. Jeder freut sich, wenn er einen handgeschrieben von dir im Briefkasten findet. Das werden wir natürlich auch machen. Wir werden natürlich Briefe verschreiben an die ganzen Einwohner. Ja. So, jeder könnte dann deine Briefwesen schreiben, sie also lieber nichts, was andere Leute nicht wissen sollten. Okay. Öffne zunächst dein Inventar, indem du. Ja, okay, ja, ja, ja. Das ist doch. Das wissen wir doch, wie es funktioniert. So, danach kannst du dann. Okay. Wenn. Melinda, du bist auch eine ganz schöne Quatschtante, würde ich einfach mal behaupten. So gut, Leute, das war's dann praktisch für die zweite Folge von Animal Crossing. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Mir hat's wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.